einigen Jahren habe ich aus der Fleischmann-Gleisplanmappe M3 die Anlage M116 gebaut. Die Anlage M116 sollte vor allen Dingen dazu dienen, Fleischmann-Fahrzeuge aus der alten Epoche der 60er Jahre stilgerecht einsetzen und vorführen zu können. Jetzt möchte ich ein bisschen mit der 116 spielen und habe dabei folgendes Problem. Es handelt sich um ein verschlungenes Oval und damit wäre eigentlich nur ein Kreisverkehr auszurichten. Ich habe mir jetzt aber Folgendes ausgedacht. Dieses verschlungene Oval wird nicht vollständig genutzt, sondern ein gewisser Teil wird einfach gesperrt. Und dieses innere Gleis hier bekommt die Funktion eines Schattenbahnhofs oder Fiddleyards. Dann würde der Zug aus diesem Schattenbahnhof oder Fiddleyard hinaus an dem Gleisanschluss hier vorbei und dem ersten Haltepunkt fast die ganze Anlage durchlaufen und schließlich in diesem kleinen Bahnhof ankommen, der dann als Endbahnhof dient. Hier unten ist der Güterschuppen und die Ladestraße zu bedienen. Natürlich müssen Wagen in das Industriegebiet gebracht werden. Lasse ich einen morgendlichen Güterzug, einen Übergabegüterzug mit einer Baureihe 80 fahren. Der wird zunächst den Bahnhof ansteuern, muss hier den entladenen Tankwagen aus dem Ladegleis abziehen, dann den Stückgutwagen an den Stückgutschuppen bringen und den mitgeführten Güterwagen mit Bier an die Ladestraße. Danach muss die Lok umsetzen und den Zug hochbringen zum Gleisanschluss und hier Rangierarbeiten ausführen.
Thank you.